Das Update von Version 1.3 ist gerade live auf den Server gegangen und das möchte ich jetzt mit euch zusammen mal anschauen. Und ich habe vorher noch nicht reingeschaut und ich bin mal gespannt, was alles so drin ist, wie wir es jetzt sehen. Viel Spaß mit dem Video. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Alive gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, wieder ein Video zur späten Stunde und sie haben um ja, 10 vor, 20 vor, 11 die nächste Version freigeschaltet und jetzt bin ich drin. Man sieht sofort, es ist Nachthimmel und die Stops sind auf Orange, genauso wie es gesagt wurde. Und VIP-Preise mal 2, das Ganze sieht schon anders aus. Und wir drehen natürlich dran. Ah, jetzt bin ich natürlich zu weit weg. Wobei ich sagen muss, ich kann direkt morgen noch ein weiteres Video machen, weil diesen Stop hier habe ich selbst hinzugefügt. Da vorne Richtung Bäckerei ist genau diesen Stop, wo ich normalerweise stehe, weil ich da zu Hause bin. Habe ich hinzugefügt. Ja, kann ich leider nicht dran drehen. Aber da können wir vielleicht gleich hingelaufen. Und wir schauen uns erstmal, was es so Neues gibt. Wir fangen mal oben links an, da sind die Erfolge. Und wie ich es auch gesagt hatte, es gibt drei Stufen und die erste Stufe sind 10 Gold. Bringe 6 Tiere mindestens auf Stufe 11. Sehr schön. Bringe 20 Tiere mindestens auf Stufe 11, gibt 20 Gold und das nächste gibt 100 auf der dritten Stufe. Sehr cool. Gewinne 10 Kämpfe, dann haben wir gewinne 100 Kämpfe, das nächste ist wahrscheinlich 500 und wir haben es sogar schon und bekommen dafür 50. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Bringe 6 Tiere mindestens auf Stufe 6, 20 Tiere auf Stufe 6, das nächste wären 50. Das haben wir auch. Sehr cool. Also wir fangen erstmal jetzt mit den Sachen an. Besitze eine Kreuzung in der Sammlung. Das nächste dann 3 und 5 oder so wahrscheinlich. Ja, besitze 3. Das haben wir auch. Mehr haben wir aber noch nicht. Schalte Arena 2 frei. Arena 4. Und Arena 6. Haben wir alles geschafft. Und ihr solltet nicht zu schnell draufklicken, weil dann hängt sich das Ganze auf. Kurzer Cut, weil sich natürlich die App aufgehangen hat, das heißt im Hintergrund geht es gleich weiter. Sorry dafür, aber dafür kann ich eben noch nichts, das Spiel läuft noch nicht so stabil, die Server werden sicherlich auch ein paar Mucken machen, aber das kriegen wir schon hin. Okay, jetzt sagt er mir, dass ich nochmal updaten muss, beziehungsweise, okay, nee, der Ladebildschirm ist auch schon anders, kann ich schon aufnehmen. Ja. Der Ladebildschirm ist anders, ihr seht 7 von 22, geht jetzt alle Schritte nacheinander durch und zeigt an, hier, da sind wir momentan, wir sind bei der Version 1.3.11. Also vorab sogar schon eine Änderung im Ladebildschirm. So, wir sind wieder im Spiel. Oh, lol. Gratchasaurus ist gerade aufgetauscht als epische Saurier. Und ihr habt es gesehen, die Animation auf dem Bildschirm war auch etwas anders. Sehr cool, Gratchasaurus habe ich noch nie wild gefangen. Wenn ich nicht so viele Versuche jetzt habe oder so die Zeit habe. Ganz egal. Wir werden das gut nutzen. Wir freuen uns über jede DNA, die wir jetzt fangen. Sammeln. Und wenn ich natürlich, war jetzt nicht so viel, 47, das ist okay. Sehr schön. Sie haben auf jeden Fall die Stops erhöht, das kann man schon mal sicher sagen. Erfolge. Arena 6 haben wir freigeschaltet. Das räumt auf jeden Fall, das gibt ordentlich Dollars und da kann man sich doch das ein oder andere kaufen. Schließe das Tutorial ab. Gab auch 10 Punkte. Besitze 10 Tiere in der Sammlung. Das nächste ist, besitze 50 Tiere in der Sammlung. Die werden wir aber auch noch in einem separaten Video, denke ich, durchgehen. Damit man weiß, was man alles so machen muss. Sammle 1000 seltene DNS.
Da zählt es aber auch wirklich erst als Uptimer, ab da, wo es losgeht. Und das Witzige ist, gerade waren hier noch Stops. Da hinten war definitiv einer, der ist weg. Vorne war auch einer, der ist auch weg. Bin mal gespannt, ob sie morgen wieder da sind. Shop ist erstmal nichts Neues. Gehen wir auf die Sammlung, dann sehen wir 112 Saurier. Also die 11 Saurier sind definitiv hinzugefügt worden. Das ist doch cool, wir haben unten wieder neue, die wir noch nicht kennen. Gehen wir auf die Arena, dann sehen wir jetzt, dass es Arena 8 gibt. Parkruinen. Freigeschaltet ab 4000. Okay, da müssen wir definitiv dann was machen. Mit coolen Sauriern dabei. Die Saurier-Aktualisierung gibt es natürlich auch schon. Da ist der Giraffatian. Da gehen wir aber morgen oder übermorgen im Video drauf ein. So viel Neues. Definitiv. Und Freunde, jetzt könnt ihr mich hier sicherlich adden. Kämpfe gegen Freunde mit Spielernamen hinzufügen. You can find name and tag of your friend in their profile. Da würde ich doch mal sagen, addet mich. Zwar Profil. Ich werde das Ganze auch nochmal unterschreiben. Stormtrooper HD 8114. Addet mich mal. Lasst meine Friendbox explodieren, dann können wir gegeneinander kämpfen. Ich freue mich darauf. Okay, ihr seht schon, jetzt bekommt man auch hier mehr raus. Das heißt, die Exklusiven sind dabei. Wir können gerade nochmal schnell über die Attacken gucken. Und ein fatales Ding. Oh, wir können sogar noch einen neuen Hybriden vielleicht sogar freischalten. Oh, das machen wir. Sarkorixis, definitiv. Sehr, sehr cool. Weil davon haben wir definitiv genügend DNA, wir haben auch genügend Gold. Das freut mich doch. Wir könnten einen neuen Saurier im Hybriden direkt freischalten. 40 DNA. Ich glaube, das waren sogar die beiden Saurier, die ich euch heute Nachmittag im Video gezeigt hatte oder gesagt hatte, die den Hybriden bilden. Sarkorixis. Und dann können wir noch mal kurz bei den anderen Sauriern auf die Attacken gucken. Da hat sich ja so viel dran geändert. Das werden wir nicht in einem Video alles abdecken können. Aber sehr cool. Da haben wir ihn freigeschaltet. Sehr, sehr cool. Der sieht auch nice aus. So, Statistik. 1876 Leben auf Level 11 natürlich. 501 Schaden, 20% Crit-Rate, 115 Geschwindigkeit und 15% Panzer. Panzerbrechender Angriff verursacht einfachen Schaden, umgeht Panzerung. Abriegelungsstoß verursacht 1,5-fachen Schaden, verhindert Tausch für 2 Runden. Wilder Angriff. Schaden wird 3 Runden lang um 50% erhöht, einfacher Schaden. Stärker Übertäubungsstoß. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Bestenliste gehen wir gerade nur noch drauf. Sie werden jetzt, okay, sehe ich jetzt nicht, ob das 5000er Maximum freigeschaltet wurde. Gerade noch abbrechen gegangen, weil ich einen neuen Erfolg freigeschaltet habe. Besitze 10 Kreuzungen in der Sammlung. Also, ich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir den Saurier freischalten. Ich denke, im Video kämpfe ich jetzt den Saurier, wenn ihr mich in der Freundsliste hinzufügt. Genau, hier wollte ich nochmal kurz drauf gehen, denn sie haben seine Attacke weggemacht. Sehr unsichtbar ist. Ahnung, doch ist tatsächlich noch dabei. Okay, dann ist das noch nicht im Spiel. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir haben auf jeden Fall einen der neuen Saurier freigeschaltet. Werde das auch sicherlich in den Titel mit reinnehmen. Und irgendwie ins Bild rein, weil das sieht schon echt. Er sah schon cool aus, der neue Saurier. Wenn ich ihn jetzt finde. Haben wir doch auf 11 gemacht. Da ist er. Sehr, sehr cool. Also, das war so der erste Einblick in die App. Wir werden uns sicherlich morgen nochmal ein paar anderen Sachen widmen. Da bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Abend und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.